Dianas Aussehen war ihr Kapital, aber auch ihr Fluch. Sie war zu einer Modeikone geworden und zur meistfotografierten Frau der Welt. Das ständige Prüfen ihres Aussehens machte sie zu Gefangenen ihrer eigenen Prominenz. Sie entwickelte eine Hassliebe zur Presse, die ein ständiger Begleiter ihres Lebens war. Geschickt manipulierte sie aber auch die Medien für ihre Zwecke. An dem Tag, als Charles seine Affäre mit Camilla Parker Bowles zugab, stahl sie ihm die Schlagzeilen, indem sie das berühmte, offenherzige Schwarze trug. Für die normalen Zeitungsfotografen, die über sie berichten wollten, hatte sie durchaus Verständnis. Auf die Paparazzi hingegen war sie meist wütend. Es ärgerte sie, dass die Paparazzi versuchten, sie auch in unvorteilhaften Momenten zu erwischen und diese Fotos für viel Geld verkauften. Diana hatte am Ende für sie nur noch Verachtung übrig. Das Interesse der Presse an ihrem Privatleben nahm alarmierende Ausmaße an. Überall gab es sogenannte Geheimwände. Zuerst ein angeblich aufgezeichnetes Gespräch zwischen Diana und einer männlichen Person, dann ein angebliches Gespräch zwischen Charles und Camilla. Auch war von angeblich aufgezeichneten Auseinandersetzungen zwischen dem Prinz und der Prinzessin auf Highgrove die Rede. Als schließlich eine Zeitung Bilder von der Prinzessin beim Fitnesstraining veröffentlichte, sah sich Diana veranlasst, öffentlich über den unerträglichen Presserummel zu sprechen. Als ich vor 12 Jahren mein öffentliches Leben begann, begriff ich, dass die Medien ein Interesse an mir haben könnten. Es war mir bewusst, dass ich ihre Aufmerksamkeit sowohl auf unser privates als auch auf unser öffentliches Leben konzentrieren würde. Nicht bewusst war mir, wie überwältigend diese Aufmerksamkeit werden würde und sie mein Leben in einer kaum erträglichen Weise veränderte. Both my public duties and my personal life in a manner that's been hard to bear. My first priority will continue. Oberste Priorität werden weiterhin unsere Kinder William und Harry haben, für die viel Liebe und Fürsorge genauso wichtig sind wie eine Wertschätzung der Tradition, in die sie hineingeboren wurden. An appreciation of the tradition into which they were born. Diana überschüttete William und Harry mit Liebe und war fest entschlossen, den beiden, trotz der Eheprobleme der Eltern, ein möglichst normales Leben zu gestalten. Das Zusammensein mit ihren Söhnen machte sie glücklich. Im August 1996 wurde sie offiziell von Charles geschieden. Ich glaube, es war ein großer Fehler, ihr bei der Scheidung den Titel abzuerkennen. Nicht, dass ihr selbst etwas an Förmlichkeiten lag, das kann jeder bestätigen, der sie kannte, aber keiner konnte ahnen, welche fatalen Folgen die Aberkennung haben sollte. Der königliche Titel war wie eine unsichtbare Schranke. Als er wegfiel, war sie völlig ungeschützt. That protected her, and then when that was removed, she was suddenly very vulnerable. Obwohl Diana keine königliche Hoheit mehr war, verfolgte die Presse sie weiter auf Schritt und Tritt. Es gab kein Entrinnen. Die Scheidung setzte Diana einen symbolischen Schlussstrich unter ihre Vergangenheit. Auf einer Wohltätigkeitsauktion in New York versteigerte sie 79 Kleider und Roben.
Es war typisch für die Königin der Herzen, den Erlös der Versteigerung den Menschen zukommen zu lassen, die nicht so viel Glück und Wohlstand hatten wie sie selbst. Weit mehr als 2 Millionen Pfund, fast 6 Millionen Mark.